Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Let's Play City Skylines hier auf Edencroft TV. Mein Name ist wie immer Edencroft. Und ja, was hatten wir hier hinten? Ach, hier wollten wir noch. Ja, da ist der Traktor schon. Genau, Farmindustrie aufbauen, sobald hier mal Strom kommt. Sie bauen. Sie kämpfen sich langsam voran. Wasser hatten wir, meine ich, schon gelegt. Jawohl, gut. Wir brauchen noch Wohnungen. Ich bin ja dafür. Lass mal gucken. Money, money, money. Wo haben wir denn da, ne? Bodenrichtwert, genau. Ist alles normal. Hier wird es ein bisschen heller. Ja, ich würde mal sagen, heller müsste das sein. Geht ins Grüne wohl. Da ist ein Haus aufgestiegen. Sehr schön. Da werden wir hier noch was dran tun. Da ist wieder ein Haus aufgestiegen. Hey. Und zwar werden wir noch einen Park erstmal hier. Oh, der ist auch groß. Der ist ja groß. Den setzen wir auf jeden Fall hier hin. Jawohl, da kommt die Zufriedenheit ja auch langsam nach hier. Können wir, den können wir auch hier hinten hinsetzen. Sehr schön. Hier ist doch eine Straße. Da war doch gerade grün. Komm. Ja. Da können wir den auch hinsetzen. Was haben wir denn noch für Parks? Platz mit Picknicktischen. Der Paradoxplatz. Den setzen wir jetzt einfach dahin. So, das muss im Moment erstmal reichen. Wie sieht das jetzt hier aus? Bisschen mehr, ein wenig größer ist er geworden, der Bereich. Da müssen wir also noch weiter dran arbeiten, damit haben wir jetzt Bodenrichtwert von 18 Euro pro Quadratmeter. Aha. So teuer ist also ein Quadratmeter, wenn man den bebauen will und kaufen möchte vorher. Schulen. Ja, was haben wir denn? Haben wir schon? Das ist Grundschule. Ja, haben wir auch. Aber Grundschule bräuchten wir noch. Eine weitere. Setzen wir hier hin. So. Und dann würde ich mal sagen, müssen wir die Straßen auch hier was verbinden, damit die nicht zur Schule fahren müssen. Das machen wir hier so rum. Dann können wir hier. Ah, können wir nicht durch die Schule. Ich hab gedacht, können wir schön eine Kreuzung machen. Nein, okay, dann müsst ihr bis hier durchfahren. Wohngebiete dabei. Gehen wir mal zu. Und komischerweise steigt unser Bedarf an Wohnung, an Wohngebieten. Wir ziehen die Straße noch weiter nach hier. So. Gebiete. Das kleine Stück machen wir noch. Industrie. So. Eine Buslinie haben wir schon. Haltestellen. Wir legen jetzt noch eine zweite an.
Einmal dahin. Hallo. Hallo. Ach, falsche Seite. Warum fährst du direkt das mit hier hinten mit? Ach so, weil du auf der Seite, weil ich dich auf der Seite gemacht habe. Dich nicht wegnehmen. Da stand doch gerade irgendwas. Leute. Hier hältst du jetzt. Bis hierhin und wieder zurück. Bis kurz hier rein. Bis dahin. Oh, Friedhof brauchen wir. Bis dahin. Abschließen. Aber die hier quasi miteinander verbunden, dass man hier von der einen Linie in die andere umsteigen kann. Oh, guckt mal. Unsere Häuser fangen an zu wachsen. Sehr schön. Das ist doch mal very, very nice. Perfect height. Ja, gut. Es geht voran in Raccoon City. Sagt der Bodenwert denn jetzt? 19. Gut. Auch schon leicht gesteigert. Hier sieht man es auch, hier geht es auch, fängt es an ins Grüne zu gehen. Ach ja, die wollten den Friedhof haben, stimmt, ja. Aber ich sehe gerade, wir brauchen auch noch eine Arztpraxis. Hier ist einiges gar nicht abgedeckt. Weil die hier hinsetzen, ist hier unten immer noch nicht abgedeckt. Hier dafür, dass dann ist da nicht abgedeckt. Okay, dann setzen wir dich erstmal hier hin. Hier hinten bräuchten wir eigentlich auch eine Arztpraxis. Wenn wir hier schon Industrie machen, da sind die eigentlich 10.000. Wir brauchen aber noch einen Friedhof. Den setzen wir hier hin. Oh, was sie sich freuen. Wunderschön. So. Da ist er. 3000 verstorbene Leute passen da drauf. Ist der Umbrella-Friedhof. Ja, du hast keine Leute, oder wie sehe ich das? Nicht genügend Gebildete. Ja, da kommen wir gleich zu. Wir haben ja schon eine zweite Schule gebaut. Ja, eine zweite Grundschule.
Bildung haben wir hier. 348 Schüler haben wir. 600 können wir aufnehmen. Bürger mit Abschluss 47%. In der Oberschule sind 788. 1000 könnten reingehen. Davon haben 32 Mann Abschluss. Okay. Aha, hier der Bereich ist nicht abgedeckt von der Oberschule. Universität haben wir noch keine. So. Ah, das ist ja fast nur hier hinten, wo man noch nicht mit dem Bus fahren kann. Sehr schön. Hat man hier nicht ein Agrargebiet? Ja, ne. Ah, der Mauszeiger immer auf den zweiten Monitor fahren will. Der nicht am Ende hier stoppt. Das ist sowas von. Da brennt's. Da brennt's. Aber unsere Feuerwehr ist am Löschen. Sehr schön. Feuer gelöscht. Wunderprächtig. Ja, dann würde ich auch sagen, hier machen wir auch noch eine Buslinie hin. Und zwar beginnen wir diese. Ah, jetzt habe ich schon wieder auf der Seite begonnen, auf der wir nicht beginnen sollen, da ich ja erstmal in die Richtung fahren will. Du hältst hier an, dann können die umsteigen. Bis dahin, machst hier eine Bushaltestelle. Hier machst du einen. Da, da, lass sie sich freuen. Ha, ha, wunderprächtig. Dahin, dahin, dahin. Und wenn wir die Straße mal verbreitern müssen, haben wir ein Problem. Haha. Naja, okay, da müssen wir uns dann später drum kümmern. Genommen. Die auch. Schließen wir hier ab. So. Drei Buslinien haben wir jetzt mittlerweile. Ist doch wunderprächtig. Ja, eigentlich wäre ich ja dafür, dass wir hier noch irgendwie eine Straße hinsetzen. Das Gebiet ein bisschen zu verdichten. Mir fällen alle Bäume, weil wir das Geld brauchen. Straßentool.
ein bisschen rasseln. So. Oh, ein verlassenes Gebäude. Direkt weg damit. Verschandelt nur die Gegend. Wie viel Strom haben wir denn eigentlich noch zur Verfügung? Oh, nur noch 4 Megawatt Stromreserven. Das heißt, wir müssen auf... Wir brauchen ein neues Kraftwerk. Wir haben schon 2, sehe ich gerade. Wo haben wir denn Wind? Da haben wir Wind. Kräftigen Wind. Das wäre... Ah, jetzt sieht man's. Okay. Was? Wasser benötigt? Es hat ein wenig... 12.000 kostet das, da können wir 2 Stück von machen. Nein, wir machen noch ein Kohlekraftwerk. Und wie man schön sieht, die Industrie verseucht den Boden hoch 3. Sollte hier eigentlich weniger sein. Ah, hier ist noch kein Agrargebiet. Obwohl wir eigentlich hier auch machen können. Okay, dann vergrößern wir halt einfach. Dann müssen die sich halt im Moment verwickeln. Gucken. Hier könnten eigentlich bis da gehen. Bis hier. So ungefähr. Hier unten auch. Unser Stadtviertel noch langsam richtig groß. So. Da gehe ich schon weg. Kommt jetzt gleich was Neues für. Könnte jetzt sein, dass wir gleich kurzzeitig Stromprobleme kriegen. Wenn hier keine Verbindung von Haus zu Haus mehr ist. Aber man sieht schon, Food for All. Wunderbar, richtig. Da habe ich es nicht gesagt. Wir könnten Stromprobleme kurzzeitig bekommen. Okay. Aber da können die jetzt gleich noch gucken. Was? Nicht genügend Wasser? Ach so. Das ist ja jetzt nicht euer Ernst, oder? So, apropos Wasser, wie viel Reserven haben wir da noch? Ah, keine 30.000 mehr. Das bedeutet, wir setzen schon direkt eine zweite Wasserpumpe hier hin. Können wir damit da schon mal keine Probleme mehr bekommen. Da ist wieder ein Gebäude im Aufstieg. Oh, schon Stufe 3. Wunderprächtig. The Forest Residence.
Noch mal einen Blick auf die Zeit werfen. Müllabfuhr. Haben wir noch keine Müllabfuhr? Oh. Eine bombastische Müllverschmutzung. Durchschnittliche Bodenverschmutzung 19%. Trinkwasser ist aber nicht betroffen. Das ist schon mal sehr gut. Das wollte ich gar nicht gucken. Wo haben wir denn die... Wie sieht es denn mit dem Verkehr aus? Oh ja. Hier ist ein bisschen Verkehr. Hier haben wir einen guten Stau. Hier haben wir auch Stau. Ansonsten geht eigentlich alles. Schön niedrig hier. Wieso hast du kein Wasser? Ach, das ist doch jetzt nicht wahr hier. Das kann es doch gar nicht sein. So. Aber den auch zufriedengestellt. Was bist du denn da? Residenz. Oh, ist schon kurz vom 5. Aufstieg. Sehr schön. Wir machen mittlerweile 3.223 € pro Woche Gewinn. Sehr schön. Und haben 3.743 Inwohner, wenn wir den City begrüßen dürfen. Ja, das stimmt. Stufe 4 auch schon. Incoming. Ich denke mal, wir breiten uns jetzt langsam nach hier weiter aus. Hier ist eh durch den Fluss gleich begrenzt. Schon mal gesagt, ich baue unkonventionell. Rechteckig, quadratisch, praktisch gut. Nach dem Motto mag ich, wie gesagt, nicht. Hier und da gucke ich auch mal, dass ich kleinere Sachen habe. Klar, zum Platz sparen. Aber ansonsten frei Schnauze, wie man so schön sagt. Das macht das Ganze viel interessanter. Sagen, warum habe ich keine Straße mehr? Ich bin am Überlegen, ob wir hier eine größere Straße jetzt hinlegen. Wie so Robot quasi. Oder ist ein Haus abgebrannt? Einmal zack. Um den Verkehr hier oben zu entlasten. Das ist abgebrannt, das Haus. Da haben wir doch eine Müllfabrik. Mal gucken. Ja, ist nur 47% voll. Aber die könnte was weit weg sein. Okay. Dann super. Wir haben eh Bodenverschmutzung hoch 3 hier. Das heißt, wir machen noch eine hier hin. Wunderprächtig. Immer mehr Größe.
oder größere. Große sind das noch nicht wirklich. Guck mal da. Die Satellitenschüsse drauf. So, jetzt sieht er nicht mehr so unscharf aus. Dann natürlich auch ein bisschen mehr Performance, klar. Da ist irgendwann, könnte es sein, dass ich das Ganze wieder rückgängig mache. Kommt dann auch größer in der Stadt an. Wasser, Wasser, Wasser. Immer wieder das Gleiche. Das kein Wasserproblem mehr kommen. Dann ziehen wir hier und direkt noch eins durch. Und da fällt mir ein, wir haben ja hier, haha, jetzt wunderprächtig. Wir machen auch noch ein wenig Gewerbegebiete dazu. Ah, kommen sie direkt. Wunderbar. Oh, guckt euch den Boden mal an. Ein klein wenig hügelig hier. Oh, fällt auch gut ab. Joho. Joos. Damit haben wir Chester Square angeschlossen oder richtig angeschlossen an die Stadt. Ich bin mal gespannt, wie wir irgendwann mal die Verschmutzung hier wegmachen können oder sollen. Oder ob die für immer bleibt. Obwohl, ich glaube, hier ist sie weggegangen am Gehen. Ne? Ich meine, die Verschmutzung war weiter, so bis hier ungefähr. Das ist ja schon sehr schön. So, wir können das Ganze aber noch erweitern. Und hier bin ich jetzt dafür, dass wir wirklich gucken. So eng wie es geht aneinander. Ach, ich hab. Noch einen daneben. Damit wir den Platz von Chesterville auch gescheit ausnutzen. Ah. Zwischendurch eventuell mal einen Feldweg dazwischen ziehen, dass sie schneller von A nach B fahren können. Ist schön im Gebiet drin. Ziehen wir hier direkt den nächsten hin. Feldweg verlängern wir. Hier machen wir auch noch Feldweg. Und natürlich weitere Industrieflächen. Und unsere Zeit ist wieder abgelaufen. Die 30 Minuten sind jetzt im Moment voll. Deswegen bedanke ich mich für euer Interesse. Pause. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Spielen, beim Let's Playen.
Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Ihr wisst das Ganze. Ihr kennt es nicht nur von mir. Unterstützt das Ganze, das Projekt mit einem Daumen hoch oder mit Kommentaren. Auch gern gesehen. Und ansonsten sage ich jetzt wie immer, arrivederci.